Maskenanordnung. Im Herbst geht es jetzt wieder los mit FFP2-Maske im Flugzeug. Ja, das ist tatsächlich so, dass wir im Herbst eine Situation haben werden, wo wir uns gut schützen müssen vor der Ansteckung. Und bei den Masken ist eben die folgende Überlegung. Also die BA5-Variante, mit der wir jetzt also im Moment ringen und die im Herbst auch voraussichtlich auf der Grundlage der Einlassungen des Expertenrates, also mit der wir im Herbst also umgehen müssen, dies hat sehr viel ansteckender als das, was wir im letzten Herbst gehabt haben. Wir haben jetzt eine sehr viel ansteckendere Variante als im letzten Herbst und die sich auch über viele Impfungen wegsetzen kann. Somit also stellt sich hier die Frage, wenn ich schon Maske trage, wirkt die Maske ja oder nein? Und da ist meine Position ganz klar, und das sagen auch die meisten Experten, wenn man schon Maske trägt, dann soll sie auch wirken, daher die FFP2-Maske. Es bringt ja nichts, dass ich mich der Mühe der Maske also unterwerfe, sitze da stundenlang und habe nicht den Schutz, den ich brauche. So, Herr Czaja. Ist das die Panikmache, von der Sie vorhin gerade gesprochen haben? Nein, es ist einfach nur so, dass es die einzige Regel ist, auf die sich die Bundesregierung verständigt hat. Auf andere Regeln und Vereinbarungen hat man sich nicht verständigt. Die Länder sind mit der Umsetzung ziemlich alleine gelassen. Ich höre aus den Krankenhäusern, aus den Pflegeheimen, dass sie jetzt Beauftragte benennen müssen, obwohl sie das in der Vergangenheit immer gemacht haben. Sagen, warum jetzt eine zusätzliche Bürokratie für uns? Aber und die unterschiedlichen Regeln in den Bundesländern sind eben nicht gut. Es war sinnvoller, als wir eine Einheit Regelung hatten. Ich glaube, da sind wir uns auch einig. Und Sie haben das mit der FDP nicht durchsetzen können und haben dann einknicken müssen. Und dann hat es am Ende dazu geführt, dass in jedem Land eine andere Regel galt und die Leute sich an keine mehr halten konnten. Kommen wir einmal ganz kurz. Es gab dieser Tage, weil immer der Vorwurf im Raum steht, da sitzt jemand in Gestalt des Bundesgesundheitsministers, der Panik verbreitet. Und das kommt nicht von irgendwem. Marco Buschmann, der Mann, den wir da im Hintergrund sehen, der Justizminister, mit dem Sie gemeinsam dieses Infektionsschutzgesetz ausgehandelt haben, sagte dieser Tage von Panikmache, und er meinte offensichtlich Sie, halte ich gar nichts. Und es gab eine sehr interessante Szene, vielleicht schauen wir uns die einmal an, die im Grunde alles erklärt über die Kräfte, die da im Moment sozusagen auseinanderdriften innerhalb dieser Bundesregierung. Wir hören mal kurz rein. Die Maßnahme, dass ich die Kategorie Schule pauschal schließe, die sieht das Gesetz nicht vor. Und offen gestanden, das ist auch richtig und wichtig so. Aber es ist natürlich denkbar, dass es eine Variante gäbe, die also zum Beispiel ganz besonders Kinder befällt. Besonders schwere, schwer verlaufende Varianten. Das ist denkbar, das glauben wir nicht, dass das so ist. Aber wenn dem so wäre, dann käme natürlich der Paragraph 28a zum Tragen und dann kämen wir in eine ganz andere pandemische Lage. Davon ist aber jetzt in keiner Weise auszugehen. Das setzte allerdings einen Beschluss des Deutschen Bundestages voraus. Also so ganz einfach geht das nicht, ne, weil wir über die Frage der Erwartungssicherheit sprechen. So, mal eben gefährliche Variante für Kinder. Warum machen Sie das, Herr Lauterbach? Ich verstehe die Sorge um die Gesundheit. Aber an dem Punkt, Sie wissen ja, was danach passiert. Erstmal hauen Sie das Ding raus und dann sagen Sie, davon ist aber jetzt nicht auszugehen, wird nicht passieren. Da hört aber schon keiner mehr zu. Erstmal ist der Alarmknopf schon gedrückt. Das stimmt nicht. Also doch, doch. Der Alarmknopf ist nicht gedrückt. Ich muss doch ehrlich also Auskunft geben. Und also wenn ich da gefragt werde, wären wir vorbereitet, wenn eine besonders gefährliche Variante käme? Dann muss ich sagen, Herr Lauterbach, ich verstehe das. Ich verstehe das alles. Nur ganz kurz. Aber Sie sind nicht danach gefragt worden. Sie sind nicht mal danach gefragt worden. Sie haben das ohne Not einfach so in die Runde geworfen. Ich will nur mal verstehen, warum Sie das machen. Ich habe darauf hingewiesen, dass wir, was ja auch stimmt, für alle Eventualitäten vorbereitet sind. Und ich glaube auch im Übrigen, dass ich, also was die Inhalte also angeht, dass ich im Großen und Ganzen bei diesen Verhandlungen das bekommen habe, was ich wollte. Es sei denn, Sie haben jetzt noch Forderungen, die ich hätte durchsetzen sollen, dann bin ich da ganz Ohr. Aber auf jeden Fall ist es so, das, was ich haben wollte, haben wir auch gemeinsam beschlossen. Ja, von daher alles gut. Ist das mit dem Impfregister schon geschafft? Das Impfregister ist ja hier gar nicht verhandelt worden, ist ja nicht Teil des Infektionsschutzgesetzes. Ja. Beim Impfregister, also ich wo es gerade kommt, ein Satz, und da ist ja die Frage, also wir haben ja keine Impfpflicht durchsetzen können. Hätten wir jetzt eine Impfpflicht, stünden wir ganz anders da. Na, dann hätten wir viel, dann wären die also besonders gefährdeten Gruppen besser geimpft. Ist uns nicht gelungen, hat nicht geklappt.
da haben Sie eine große Rolle gespielt, weil Sie haben so nach außen so getan, die Union hat nach außen so getan, als wenn sie für die Impfpflicht wäre, hat aber alles dann unternommen, damit sie nicht kommt. So, das ist aus meiner Sicht das, was gewesen ist. Und sie haben sich dann versteckt hinter der Forderung eines Impfregisters. Ein Impfregister, auch das nicht, sondern wir haben ein Impfvorsorgegesetz eingebaut. Genau, wunderbar, aber das ist nur eine Umschreibung dessen, was ich gerade gesagt habe. Nee. Sie haben ein Impfregister verlangt. Spannend. Und am Impfregister wäre umso leichter durchzusetzen gewesen, je mehr Daten wir gehabt hätten. Wahrheit ist aber, dass also in einer Zeit, wo ich noch nicht Minister war, die Ärzte geimpft haben in den Praxen, ohne irgendeine Dokumentation, wer wird jetzt eigentlich genau geimpft? Wie heißen die Leute? Wo leben die? Wer ist das? Daher, also die Vorarbeiten für ein Impfregister, die hätten also gemacht werden müssen zu einer Zeit, wo ich noch nicht in der Verantwortung war, um das mal ganz klar hier zu sagen. Die Daten, die wir bekommen haben aus den Praxen, sind einfach ausgedrückt für ein Impfregister vollkommen unbrauchbar. Da haben wir nichts. Da ist bezahlt. Aber Sie hatten die Daten aus den Impfzentren? Ja, aber das ist doch nur ein Bruchteil. Also das ich kann war ein jetzt, großer ich, Teil zu ich, dem Zeitpunkt, ja, ich kann als Sie angefangen jetzt, haben. Ja, da war noch gar nicht geimpft worden in den Arztpraxen. Nee, ich bin selbst beim Roten Kreuz in Berlin aktiv. Ich weiß, dass wir zunächst geimpft haben in den Impfzentren. Das ist eine Nebelkerze. Der Anteil in den Arztpraxen war zu dem Zeitpunkt wahnsinnig gering. Das ist eine Nebelkerze. So ist es nicht. Ich war auch selbst Impfarzt. Aber ich drücke das jetzt ganz anders aus. Herr Czaja war Gesundheitssenator mal. Also insofern, der hat auch Ahnung von der Materie. Anders ausgedrückt, also wenn wir jetzt tatsächlich ein Impfregister machen wollten, dann müssten wir all den Leuten nachspüren, die also sagen wir geimpft worden sind, aber das ist nie registriert worden. Dann müssten wir die Leute anschreiben und sagen, sehr geehrter Herr Lanz, dürfen wir fragen, sind Sie vielleicht geimpft worden? Schicken Sie uns und so weiter und so fort. Da kriegen wir doch keine Rückmeldung. Daher ein Impfregister, dann muss man früh schlau sein. Ja. Also wenn man früh schlau ist, dann kann man so etwas aufbauen. Aber nachher schlau sein, das bringt hier überhaupt nichts. Das ist nicht ganz richtig, Das Minister. Ist richtig genug, so kann wir, ich sagen. Weil wir hatten natürlich überall die Registrierung gehabt. Wir in Berlin sogar in besonderer Maße. Das ist ja selten, dass in Berlin mal was außergewöhnlich funktioniert hat. Das ist wahr. Wir haben das über Dr. Lipp anständig registriert gehabt. Und insofern wissen wir in Berlin neben Impfzentrum, wer wann geimpft wurde und konnten das auch nachverfolgen, auch wenn irgendwas mit dem Impfstoff das war. Aber in ist ein Klammern und zeigt im Grunde unter anderem, in welcher Situation wir seit viel zu langer Zeit schon stecken. Deswegen war das interessant, das jetzt mal geschehen zu lassen. Frau Bobowski, wir waren bei der Panikmache. Ja, wir waren eigentlich bei der Kommunikation. Wir waren bei all diesen Dingen und bei Kindern, die möglicherweise gefährdet sein könnten. Ich gebe Ihnen mal eine Rückmeldung, Herr Lauterbach, was man so hört, wenn man diese Pressekonferenz verfolgt hat von Kollegen, von Leuten im Berliner Betrieb, die das nicht im Einzelnen sich angeschaut haben und vielleicht nicht so ganz tief drin sind in den Tiefen des Infektionsschutzgesetzes. Die haben dann gesagt, aber wieso im Gesetzentwurf steht doch auch was drin von der epidemischen Lage nationaler Tragweite. Und das ist das Problem, das Sie anrichten durch so eine Kommunikation, dass Sie sowas en passant einstreuen. Die Leute sind, und das kann man ehrlich gesagt niemandem vorwerfen, weil wenn man, also man kann sich mit dem Infektionsschutzgesetz intensiv beschäftigen, man muss es aber nicht. Und es wird durch so eine en passant Äußerung, dass ja was passieren könnte. Und dann könnte man ja wieder Schulschließungen, Kontaktbeschränkungen und Ausgangssperren aus der Schublade ziehen. Damit ist es ehrlich gesagt, wir waren vorhin bei kommunikativem Desaster, ich halte das auch für eins. Und das ist in einer Situation, in der die Leute sowieso verunsichert sind. Jetzt fängt der Herbst an. Alle haben Sorge wegen Gaspreisen, wegen Inflation, wegen sonst was und natürlich auch wegen Corona. Ich halte es für Ihre Aufgabe als Gesundheitsminister, Vorsorge zu treffen und aufzuklären über die Gefahren, aber nicht irgendetwas zu sagen, von dem Sie dann gleichzeitig sagen, dass es gibt aber keine Anhaltspunkte dafür. Das versteht man nicht. Die Kritik ist einfach schlicht unfair. Ich arbeite den gesamten Sommer, nicht allein, sondern das gesamte Ministerium. Ich habe nicht gesagt, dass Sie keine Vorsorge betreiben. Das habe ich nicht gesagt. Sie haben gerade gesagt, das ist Ihre Aufgabe. Dann schwingt mit, das würde ich nicht machen. Nein, das habe ich nicht. Das habe ich weder gesagt noch gemeint. Dann ist das Ihre falsche Kommunikation. Es schwingt bei mir so mit. Aber dann habe ich es jetzt klargestellt. Genau, aber ich will nur sagen, also wir haben wirklich im Gegensatz zu den Sommern davor, hat dieses Ministerium, also quasi, hier geht es nicht um mich, sondern um die Mitarbeiter. Wir haben den gesamten Sommer über gearbeitet. Wir haben daran gearbeitet, dass also eine Impfkampagne vorbereitet ist. Lassen Sie mich nur ganz kurz. Ja, aber Sie rennen jetzt in eine Tür ein, die ich überhaupt nicht zugemacht habe. Ich finde das Gesetz in Ordnung. Ich habe ja gesagt, Herr Lanz hat mich richtig zitiert. Ich finde es gut. Ich werfe überhaupt niemandem vor, dass er in den Sommer über nichts getan hat. Das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, dass Sie das in dieser Art und Weise kommunizieren und damit Unsicherheit stiften, wofür es überhaupt gar keinen Grund gibt. Ja, ich sage ja, dass das ein unfairer Vorwurf ist, wenn ich dort gefragt werde.
ob wir für alle Eventualitäten vorbereitet sind. Auch zum Beispiel für eine schwere Variante, die kommen könnte. Und ich sage dann, ich rechne nicht damit, dass sie kommt. Aber wenn sie käme, sind wir vorbereitet. Wirklich, also man muss aufpassen. Die Leute, die mich kritisieren, das sind nicht die Leute, die also an der Kommunikation also eine Kritik haben, sondern das sind Leute, die wollen einfach von Corona nichts mehr hören. Die wollen von mir hören, das ist vorbei, da kommt nichts mehr, wir brauchen doch, das nicht. Hat er recht. Nein. Doch, das ist so. Die verstecken sich hinter der Kommunikation. Aber darf ich schon mal sagen, Sie haben nicht gesagt, auf die Frage hin, müssen wir mit einer schweren Variante rechnen? Nein, müssen wir nicht. Aber man könnte dann, sondern Sie haben es andersrum gesagt. Ja, ist jetzt die Reihenfolge der zwei Sätze entscheidend? Stellen die Sie Botschaft sich bitte nicht, ist entscheidend, die Antwort. Sie, nein, nein, nein. Das hätte ja auch niemanden interessiert, wenn nicht der Kollege Buschmann in Ihrem Interview das genutzt hätte und hätte mir Panikmache als Kollege vorgeworfen. Das war ein Gespräch mit Ihnen, ne? Ja, genau, es war ein Gespräch mit Ihnen. Sie haben das Gespräch, das Interview war gut, da hätte aber trotzdem kein Hahn nachgekräht, wenn es nicht um Buschmann gewesen wäre, der gesagt hat, so eine Art Panikmache, das höre ich nicht gerne. Und das ist dann natürlich ein Streit unter Ministern und so weiter. Wie schlau das ist, haben wir dahingestellt. Aber der Inhalt ist doch das Entscheidende. Wir sind gut vorbereitet, wir sind sogar für den schlimmsten Fall vorbereitet. Ich habe noch gesagt, ich glaube auf keinen Fall, dass der kommt. Wir drehen uns dann im Kreis. Ich verstehe das. Verstehen Sie trotzdem, Herr Lauterbach, als jemand, ich meine, Sie sind gelernte Rheinländer. Rheinländer können kommunizieren, die wissen, wie man redet. Können Sie nachvollziehen, dass die Leute das so empfinden? Oder wenn so nebenbei so ein Wort wie Killer-Variante eingestreut wird? Das war auch so ein Begriff, über den unglaublich viel geredet worden ist. Oder zum Beispiel das Wort Impfabo war plötzlich in der Welt. Die Leute, ne, Herr Czaja nickt, die Leute haben das Gefühl, ich werde so oft auch selber darauf angesprochen, die Leute sagen, was machen die denn da jetzt? Erklär mir das mal bitte. Ich soll mich jetzt alle 3 Monate impfen lassen, das ist ja völlig verrückt. Ich weiß, dass das nicht so gemeint ist und wir reden jetzt auch gleich darüber und erklären das vielleicht mal, aber die Kommunikation funktioniert dann eben nicht. Die Schädigung des Gehirngewebes ist auch so ein Punkt. Die Frage ist ja, gibt es Möglichkeiten, das so auszudrücken, als dass der Inhalt rüberkommt und es ist anders ausgedrückt? Die Leute wollen das nicht mehr hören. Die Leute wollen nicht hören, lassen Sie mich trotzdem ausreden, die Leute wollen nicht hören, dass es Varianten geben könnte, die sehr viel gefährlicher sind. Aber Sie verlieren auch die Gutwilligen auf diesem Weg. Lassen Sie mich auch trotzdem ausreden. Die Leute wollen nicht hören. Sie kriegen die ganze Zeit. Ja, aber die Leute, Sie haben recht. Die Leute wollen nicht hören, dass es tatsächlich Hinweise darauf gibt in vielen Studien, dass Long-Covid einhergehen kann mit einer Entzündung im Gehirn. Das wollen die Leute nicht hören. Könnte. Aber das andere habe ich doch nicht gesagt. Aber ich muss darauf hinweisen. Das ist doch für viele junge Leute ist das eine relevante Information. Die Frage ist, Herr Lauterbach, ich erinnere mich, ich hab oft mit dem Politiker Karl Lauterbach hier gesessen. Und ich weiß noch, wir haben uns oft darüber unterhalten, wie viel Wahrheit muss ein Politiker eigentlich den Leuten zumuten. Und ich weiß noch, Sie haben damals häufig so ein bisschen reine schlitzohrig gesagt, naja, so wenn man was weglässt, ist das noch lange nicht gelogen. Ist ja so. Ganz kurz. Jetzt argumentieren Sie und sprechen Sie als der Arzt, als der Wissenschaftler, der sich Sorgen macht. Und meine Frage ist, müssen Sie nicht viel, viel mehr der Profi, der Politiker, derjenige sein, der genau überlegen muss, welchen Halbsatz lasse ich raus und welchen Halbsatz lasse ich im Zweifel lieber weg. Sie sind nicht irgendwer. Genau. Sie sind jemand, der an einem ganz neuralgischen Punkt dieses Landes jetzt eine ganz entscheidende Rolle spielt. Ja. Sie sind der 4. oder 5. beliebteste Politiker dieses Landes. Man hört Ihnen zu. Wenn Sie etwas sagen, ist das etwas völlig anderes, als wenn ich das beispielsweise hier in der Sendung erzähle. Aber ich überlege mir, Stichwort Profi, ich überlege mir genau, was ich sage. Ich überlege mir ganz genau, was ich sage. Und wenn ich zum Beispiel bei Twitter auf Studien verweise, die also zeigen, dass es also Hinweise darauf gibt, das sind ja viele Studien. Ich bringe dann eine Studie, das sagen aber viele Studien. Ich bin mit Wissenschaftlern in Kontakt, im persönlichen Kontakt, die diese Studien machen. Dass es tatsächlich bei Long-Covid-Patientinnen und Patienten Hinweise darauf gibt, dass es eine Gehirnentzündung, also dass es Teile des Gehirns gibt, die sich entzünden. Und wo wir auch nicht genau wissen, heilt das komplett aus, heilt es nicht komplett aus. Es gibt Sorgen. Wenn ich so etwas sage, dann ist das also eine Botschaft, die ich sende, dass junge Leute hingehen, Vorsicht, vielleicht ist es doch gut, wenn ich die ein oder andere Infektion vermeide. Aber was wollen Sie damit erreichen?
dass die Leute vorsichtiger sind. Ja, aber das sind sie auch so. Sie überziehen es einfach mit einfach zu vielen Informationen. Das es könnte Schulschließungen geben, es könnte dieses aber geben, wenn das und das passiert. Nein, gesagt, aber es sind ja keine Informationen, sondern es ist tatsächlich, also wie Herr Lang sagte, doch, wenn ich, es ist halt Angst. Es entsteht Politik. Angst, wenn man das Gefühl hat, wenn ich mich infiziere, dann habe ich möglicherweise dauerhafte Gehirnschäden. Ich kann aber eigentlich nichts tun, außer Maske tragen und ansonsten Schutzmaßnahmen. Der legendäre Satz, Entschuldigung, ganz gut, von Thomas de Maizière. Ja, in Hannover. Genau. Jede weitere Information würde die Bevölkerung verunsichern. Aber war auch nicht glücklich, aber war das krasse Gegenteil davon. Ja, vor allen Dingen ist es auch falsch. Meine Aufgabe ist es doch als Gesundheitsminister, wenn ich dann, sagen wir, als junger Mensch hingehe und sage, na gut, da gibt es diese Studien, das kann mir passieren, aber das Risiko gehe ich ein. Ich bin unvorsichtig, impfen lasse ich mich auch nicht. Ich möchte keine FFP2-Maske, sondern weniger. Alles gut, alles gut. Aber dann haben die Leute eine Entscheidung getroffen, die dann immer noch andere gefährdet. Aber kann ich noch einigermaßen nachdenken. Aber es gibt doch zahlreiche junge Leute und auch ältere, die gar nicht wissen, dass Long-Covid, viele Leute denken, dass Long-Covid, das wäre was Psychisches. Das wäre eine psychische Sache, die quasi kein Organ... Bilden sich Leute ein? Ja, bilden die Leute sich ein. Psychosomatisch, es gibt da nichts. Also jetzt sehen wir aber, dass es Veränderungen im Gehirngewebe gibt. Da muss ich doch darauf hinweisen, weil das ist doch motivierend. Die Leute müssen das doch wissen. Aber wenn dann die Entscheidung ist, ich gehe trotzdem ins Risiko oder ich lasse mich nicht impfen. Das ist doch genau der Punkt. Ich meine, bei einer Influenza gibt es doch auch Schäden? Viel seltener, trotzdem. Ja, genau. Es gibt sie. Ja, gut, und die Frage ist doch, die wir verhandeln müssen als Gesellschaft irgendwann mal, und das wäre mein Punkt, an welchem Punkt müssen wir akzeptieren, dass es einfach bestimmte Lebensrisiken gibt? Das gehört nun mal dazu. Ich finde ja, dass wir eigentlich im Moment gute Botschaften unter das Volk zu bringen hätten, was Corona angeht. Es kommen demnächst 3 neue Impfstoffe, die speziell auf diese neuen Varianten hin modifiziert worden sind. Ich weiß, aber das kommt nicht durch. Was durchkommt ist, da ist jemand, nochmal, kein persönlicher Angriff, aber der Punkt ist doch, wie frustrierend ist das, wenn Sie merken, Sie kassieren dann immer diesen Vorwurf des Panikmachers und dringen eigentlich mit der Botschaft dann gar nicht mehr durch. Also ich dringe mit der Botschaft durch. Wenn ich mit der Botschaft nicht durchdringen würde, gäbe es hier keinen Protest. Das ist ja genauso, wie Sie sagen, also man hört mir zu. Die Leute denken, plötzlich bekomme ich die Rückfragen, was sind denn das für Studien, die zeigen, dass sich da im Gehirngewebe was verändern kann? Viele haben davon noch nie gehört. Dann lasse ich mit der Botschaft durch. Kriege jetzt schon wieder Angst, ne? Wenn ich das so höre. Dann kriege ich, dass ich mit der Botschaft nicht durchdringe. Ja, bei mir das ist meine geringste jetzt schon Sorge. Nein. Aber ich muss mir ja auch überlegen, wie will ich denn die Menschen dazu bewegen? Was ich sage, muss 100%ig stimmen natürlich. Aber wie will ich denn die Leute bewegen, vorsichtig zu sein oder die Maske wieder zu tragen oder so demnächst FFP2-Maske in Zug zu tragen oder sich vielleicht noch mal impfen zu lassen mit den tollen neuen Impfstoffen, wenn ich die Gefahren nicht kommuniziere? Also am Anfang der Pandemie gab es mal ein Papier, das im Bundesinnenministerium erarbeitet wurde, wo so dran stand, wie kriegt man die Leute dazu, die Gefahr ernst zu nehmen. Damals gab es ein paar hundert Fälle. Nur in Deutschland. Das kam aus dem Haus von Herrn Seehofer, ne? Und da stand unter anderem drin, man müsste den Kindern erzählen, wie schrecklich das Leiden der Großeltern ist, wie qualvoll die sterben werden und sozusagen suggeriert, dass die Kinder, wenn sie nicht aufpassen, eine Mitschuld an diesem Tod tragen. So, da war auch damals das Kanzleramt not amused über dieses Papier und das wurde dann auch so nicht veröffentlicht und bekanntermaßen hat ja die ehemalige Bundesregierung auch diese Kommunikationspraxis dann nicht verfolgt, zum Glück finde ich, weil ich nicht finde, dass Angst mache ein probates Mittel in einer Demokratie ist. So, ich finde, Herr Lauterbach, Sie haben als in der Rolle als einfacher Abgeordneter, wo Sie waren Sie sehr durchdringend in dieser Rolle des Mahners und Warners und Ihre Botschaften sind angekommen. Sie haben die Länder kritisiert, die in Ihren Augen nicht genug gemacht haben. Sie haben den damaligen Bundesgesundheitsminister wohlwollend, aber sozusagen auch aus Ihrer Sicht kommentiert, was er gemacht hat und so weiter. Jetzt ist Ihre Rolle aber eine andere. Ich habe manchmal den Eindruck, Sie sind noch nicht ganz angekommen in dieser Rolle, die Sie jetzt haben. Die besteht nicht mehr darin, zu kommunizieren, was möglicherweise alles passieren könnte, sondern Vorsorge zu treffen und ansonsten zu erklären, was die Bundesregierung eigentlich macht und auch ein bisschen, also man muss den Leuten ja, also man muss natürlich reinen Wein einschenken, aber auch vielleicht
es gibt ja auch Gründe, Zuversicht zu haben. Aber ich überlege mir ganz genau, was sind die Botschaften, die ich setze, wo wir etwas machen, erreicht haben. Zum Beispiel, neue Impfstoffe sind da. Wie wirken denn die Impfstoffe? Bekommen wir eine STIKO-Empfehlung und so weiter und so fort? Das ist also, sagen wir mal, und ich bin wirklich bei den Warnungen nur dort unterwegs, wo ich den Eindruck bekomme. Jetzt muss ich eine Nachricht setzen, damit die Leute überhaupt verstehen, weshalb machen wir das. Es gibt viele, die sagen, was soll das Ganze? Im Ausland wird die Maske gar nicht mehr getragen. Genau. Die Maßnahmen sind anderswo alle weg. Wenn ich dann nicht begründe, dass wir noch nicht in der endemischen Lage sind, habe ich auch keine Begründung für meine Gesetze. Somit diese Art und Weise, wie Sie es darstellen, dass ich einfach nur die Gesetze bringe, aber sonst keine Warnung, dann gebe ich doch keine Begründung. So, und jetzt kommen wir genau zu dem Punkt. Der Herbst und die Situation im benachbarten Ausland. Wir haben uns das heute mal angesehen. Eigentlich ist es so, im Wesentlichen in fast allen Ländern ist es so, ÖPNV, Bus, Bahn und so weiter, tragen viele Leute noch Masken, häufig auf freiwilliger Basis. Aber ansonsten ist die Pandemie dort eigentlich zu Ende. Die ist zu Ende. Ich habe mich neulich mit Richard David Precht in unserem Podcast darüber unterhalten. Der sagte, meine Theorie ist, diese Pandemie wird irgendwann einfach schlicht und ergreifend an Ermüdung sterben, an Desinteresse sterben. Es wird die Leute nicht mehr interessieren, weil wir erreichen die Leute nicht mehr. Die Leute verstehen nicht, warum wir damit immer weitermachen. Wir haben Medikamente, wir sind in einer völlig anderen Situation. Es ist die private Entscheidung eines jeden Einzelnen, ob er sich gefährden möchte mit dieser Krankheit oder nicht. Wenn er das nicht möchte, kann er sich impfen lassen und kann sich entsprechend schützen. Warum machen wir es nicht so? Ich bringe ein Beispiel. Ich bin am Freitag letzte Woche bin ich also in Hannover gewesen, in einer Klinik, Klinik bin ich gewesen, besuche viele Kliniken, gehe dann auch immer auf die Intensivstation, weil wenn ich eine Klinik besuche, schaue ich mir auch immer die Patienten an, weil ich da mich auskenne und das sehen möchte. Da lagen in einem auf der Intensivstation nebeneinander eine Frau, die hatte eine Nierentransplantation bekommen, und daneben lag eine Frau, die hatte Leukämie gehabt, waren beide eigentlich chronisch krank gewesen, waren geimpft, aber für solche Leute ist die Impfung dann sehr häufig leider nicht stark genug. Mhm. Beide waren so schwer erkrankt, dass die Wahrscheinlichkeit, dass sie überleben, sehr gering ist. Möglicherweise leben sie schon nicht mehr. Sehr, sehr schwer krank. Das heißt, die Idee, dass sich jeder, Richard David Precht oder so, die naive Idee, jeder kann sich doch selbst schützen, kann sich impfen und so weiter und so fort. So einfach ist es eben nicht. Leider ist es so, dass diejenigen, die sich infizieren und Risikofaktoren haben, selbst wenn sie geimpft sind, zum Teil erheblich im Risiko stehen und dann auch ein Todesrisiko haben. Da kann man sagen, dass, wenn wir darüber nicht mehr reden, dann ist das alles schön und gut, nicht so schlimm. Für mich ist das aber schlimm. Für mich ist es einfach schlimm, das habe ich auch in der Pressekonferenz gesagt, die Sie eben kritisiert haben. Für mich ist es schlimm, dass wir anfangen, uns daran zu gewöhnen, dass jeden Tag 100 Leute und demnächst möglicherweise mehr sterben. Das ist einfach für mich nicht akzeptabel. Das verstehe ich. Das greife ich auf. Das verstehe ich. Und diese ethische Dimension begreife ich vollkommen. Und das nehme ich Ihnen auch ab. Aber nenne jetzt mal Bodo Ramelow als Beispiel. Der sagt, die Bundesregierung macht sich einen schlanken Fuß, wälzt Verantwortung auf die Länder und Kommunen ab. Dieses Gesetz heißt doch Bundesinfektionsschutzgesetz und nicht Lotteriegesetz der Bundesländer. Ja, aber was für eine platte Kritik. Ich schätze Bodo Ramelow, aber die Länder haben hier die Möglichkeit, ab dem 1.10., wenn die Situation es notwendig macht, die Maskenpflicht in den Innenräumen wieder einzuführen. Und wenn die Fallzahlen hoch sind, sage ich voraus, werden das auch fast alle oder wahrscheinlich alle Länder machen. Was wird denn die Situation sein, wenn man jetzt zum Beispiel in Zukunft in ein Restaurant geht, wenn Menschen ins Theater gehen, was auch immer gehen? Immer Maske oder Test? Maske oder Test. Genau. Oder Impfung, die als 3 Monate zurückliegt. Genau, das können die Länder machen, müssen es aber nicht. Gilt aber in jedem Land unterschiedlich dann. Die Länder können das und müssen es nicht. Ich sage mal, was ich mir gut vorstellen könnte. Wir geben den Ländern ja Möglichkeiten. Wenn jetzt tatsächlich die Situation im Herbst so wäre, was ich nicht hoffe, dass wir stark steigende Fallzahlen bekommen. Im Expertenrat zum Beispiel haben wir jetzt am Montag getagt. Und da war die Überzeugung die, dass wir sehr hohe Fallzahlen bekommen.
Ich glaube, dass das nicht der Fall ist. Also ich bin etwas optimistischer, aber da war die Sorge, dass die Fallzahlen, also sehr renommierter, also Virologe im Expertenrat, vielleicht der bekannteste in Deutschland, hat gesagt, also der R-Wert könnte bis auf 4 hochgehen. Wenn das die Situation ist, was ich nicht glaube, darf ich fragen, aber wer ist das in dem Fall? Das ist ein sehr bekannter Virologe. Und lange Rede, kurzer Sinn, wenn wir tatsächlich sehr hohe Fallzahlen bekommen, was wir als Bundesregierung vom Expertenrat als Möglichkeit mitgeteilt bekommen, dann müssen wir vorbereitet sein. Und dann würden wir uns zum Beispiel vorstellen, dass die Länder dann zusammenkommen und sich auch mal einigen auf eine einheitliche Anwendung der Regeln. Okay. Das ist ja hier nicht ausgeschlossen, sondern wäre ja ausdrücklich. Das heißt, wie der Ministerpräsidentenkonferenz zum Beispiel. Bitte? Ministerpräsidentenkonferenz macht ja keiner dazu. Woher wissen Sie das? Na, haben Sie es vorgesehen? Na, jetzt ist würden auch Sie nicht die Lage. Dann? Jetzt ist ja nicht die Lage, aber wenn tatsächlich die Situation. Aber wenn das kommt, genau. Wenn würden die Sie Länder, die anberufen? Wenn die Länder sich also, sagen wir, auf eine einheitliche Nutzung dieser Regeln einigen würden, wenn die, zu dem Zeitpunkt, wo die Fahrzahlen das notwendig ist, das fände ich großartig. Das finde ich großartig. Die Frage ist ja, können wir das vorgeben? Und das können wir leider nicht. Wenn Sie sich nicht einigen, Ministerpräsidentenkonferenz. Sie können sich ja auch bei einer Ministerpräsidentenkonferenz einigen. Aber wenn die Länder sich also einigen, wäre das gut. Die Frage ist ja, hätten wir die Länder zwingen können, beispielsweise diese Regeln einheitlich zu machen? Und das können wir nicht. Genau, also das ist ja richtig. Gefahrenabwehr ist in Deutschland Ländersache. Und das gehört ja, Infektionsschutz ist Gefahrenabwehr. Ich finde das auch, dieses Argument Flickenteppich ist des Teufels. Ich würde da gar nicht so 100% mitgehen. Ich finde, es gibt ja auch, um noch mal einen weiteren juristischen Satz zu erwähnen, Gleiches gleich und Ungleiches ungleich behandeln. Wir haben ja gesehen in den vergangenen 2,5 Jahren mittlerweile, dass die Pandemie mal war sie im Osten ganz stark, dann war sie im Süden, dann im Norden, dann im Westen. Es war ja nicht immer überall gleich. Und dann gibt es immer dieses von beiden Seiten. Ja, man sagt, die Akzeptanz ist angeblich nicht da, wenn nicht überall die gleichen Regeln gelten. Und dann heißt es aber wiederum, die Akzeptanz ist auch nicht da, wenn in Schleswig-Holstein die Leute Kontaktbeschränkungen haben, obwohl eine Inzidenz von 10 ist und in Bayern 300 ist oder so. Also das verstehe ich. Ich finde das nicht, dieses Flickenteppich ist kein Totschlagargument dagegen. Über das normale, praktische Leben sprechen. Also, ich lasse mich impfen und kriege dann sozusagen den Pass grün geschaltet für 3 Monate. In diesen 3 Monaten kann ich Restaurants besuchen, kann Theater besuchen, kann was auch immer machen. Ohne Maske und ohne Test. Also wenn die Länder, wenn ein Land, wenn Hamburg, das wäre jetzt hier Hamburg, wenn in Hamburg jetzt die Regel genutzt würde, dass man also in der ersten Stufe der Pandemie, also wenn noch nicht die Fallzahlen zu hoch sind, danach sind die Ausnahmen nicht mehr nutzbar, aber in der ersten Phase, wo sagen wir die Fallzahlen zwar schon hoch sind, aber nicht zu hoch, dann also wäre es Hamburg möglich zu sagen, diejenigen, die in einen Innenraum gehen und frisch geimpft oder frisch genesen sind, die müssen nicht die Maske tragen. Was ist der Hintergrund? Naja, der Hintergrund ist der, dass wir wissen, dass die neuen Impfstoffe auch gegen die Infektionen gut schützen. Was neu ist, ne? Das ist etwas anderes. Ja, neu. Das eigentlich sind ja neue, vorher. Angepasste Impfstoffe. Wir haben, also das haben weniger europäische Länder, aber wir haben also der nächsten Woche haben wir also Omikron angepasste Impfstoffe in einer Menge, dass wir tatsächlich jeden, der sich impfen lassen möchte, auch impfen können. Das ist da. Und Sie empfehlen das auch? Ja, natürlich. Die STIKO empfiehlt das auch? Aber die STIKO hat es auch empfohlen. Ja, ich habe jetzt noch nicht von der Altersgruppe gesprochen. Also im Moment haben wir ja nur eine Empfehlung für die Altersgruppe der über 60. Genau, und Sie empfehlen das jedem? Es schauen jetzt hier viele Leute zu. Nein, das also mache ich nicht. Also dass ich empfehle hier nicht, also dass man sich anders impfen lässt, als die STIKO das empfiehlt. Keine Frage, sondern ich beziehe das jetzt erstmal auf diejenigen, für die wir eine STIKO-Empfehlung haben. Ich kann Ihnen aber so viel sagen, dass die STIKO sich sofort, nachdem die Impfstoffe in Deutschland zugelassen sind, mit den neuen Impfstoffen auch beschäftigen wird. Und dann werden wir ja sehen, für wen die STIKO das empfiehlt. Okay, Sie gehen davon aus, Sie werden das empfehlen. Aber nochmal für mich jetzt und auch für Frau Bobrowski und Herrn Schayer, wie wir jetzt hier alle sitzen. Das heißt, wir lassen uns jetzt impfen. Dann kann ich 3 Monate sozusagen normales Leben leben. Ohne Maske ins Restaurant zum Beispiel. Genau. Ja. Und nach 3 Monaten passiert was?
Zunächst einmal, jetzt gehen wir davon aus, dass die Impfungen etwa 3 Monate auch vor Ansteckung schützen. Wenn die neuen Impfstoffe jetzt für länger als 3 Monate vor Infektionen schützen, dann würden wir diesen Zeitraum ausdehnen. Das steht auch im Gesetz. Also man kann immer nur beschreiben, was man... Auf ein halbes Jahr? Oder? Beispielsweise, genau. Wenn die Impfstoffe jetzt also so lange gut vor Ansteckung schützen, würde man das verlängern können. Aber sonst ist es eben so, dass sie dann das tun müssten, wenn die 3 Monate vorbei sind, was sonst auch jeder andere macht, der nicht geimpft ist, nämlich Maske tragen. Das heißt, wenn Menschen nicht mehr Maske tragen wollen, wenn Menschen auch nicht ständig jeden Tag wieder zum Test laufen wollen, die Zeit muss man erst mal haben, das Geld dafür muss man erst mal haben, wird dann nicht vom Bund bezahlt? Nein, also der Bund bezahlt diese Routine-Testungen ohne Hintergrund, also wenn man nicht Kranke besucht und dergleichen nicht. So. Aber somit wird in der Regel... Gibt es dann wieder Testzentren? Wie wird das laufen? Die Testzentren laufen ja weiter. Die Testzentren sind ja nie abgebaut worden. Ich bin sehr stark kritisiert worden. In Deutschland ist man ja spezialisiert darauf, Dinge, die jemand umsetzt, zu kritisieren, was alles schiefgehen kann, ohne einen Gegenvorschlag zu bringen. So war es auch bei den Testzentren. Bei den Testzentren hieß es, die KV kann nicht abrechnen. Dann hieß es, das ist zu bürokratisch. Der Betrug kann nicht überprüft werden. Das Robert-Koch-Institut hieß es, kann nicht überprüfen, ob es statistische Auffälligkeiten gibt. Die Länder, da hieß es, die Kommunen können nicht prüfen, ob der Betrug tatsächlich sanktioniert. Also den ganzen Tag höre ich was alles nicht geht. Genau. Wahrheit ist, die Testzentren laufen weiter und können genutzt werden. Aber wird weiter so wie jetzt, 3 Euro kosten für denjenigen, der keinen Anlass hat. Anlassbezogen laufen die Tests. Aber für denjenigen, der jetzt quasi geimpft ist, macht es keinen Sinn, dass der sich jeden Tag testen lässt, wenn er frisch geimpft ist. Okay, aber durch diese Geschichte ist jetzt der Eindruck entstanden bei vielen Leuten, die sagen, okay, wenn ich mein normales Leben zurückhaben möchte, muss ich alle 3 Monate zur Impfung. Ja, was ist das? Und dann kommt das böse Wort des Impfabos. Ja, das bringen doch Leute, die versuchen, eine sinnvolle Regelung zu verhetzen oder ins Absurde zu ziehen. Es ist doch klar, dass die Impfungen viel länger als 3 Monate schützen, vor schwerer Krankheit und vor Tod. Und niemand soll alle 3 Monate geimpft werden. Wir haben jetzt das ist auch medizinisch gar nicht sinnvoll. Nein, aber das ist ein Beispiel dafür, dass eine gute Regel, das ist überhaupt nicht sinnvoll, alle 3 Monate sich impfen zu lassen, ist hoch unsinnig. Aber das ist ein gutes Beispiel dafür, dass eine an für sich sinnvolle Regel, nämlich vor 3 Monate lang bin ich vor Infektionen geschützt und dann kann ich sicher ins Restaurant. Das ist eine gute Regel, ohne eine Alternative zu haben, diskreditiert wird nach dem Motto, was alles nicht geht. Nach 3 Monaten und einem Tag, Frau Bobrowski, brauche ich dann wieder Maske oder einen Test? Und mich würde das frustrieren, sage ich ganz offen. Ja, es ist ja, glaube ich, dann noch so, dass die Restaurants auch sagen können, ihnen ist das mit dem Test viel zu kompliziert, okay. Man muss sowieso Maske tragen. Also es ist alles am Ende natürlich im Alltag kompliziert. Ich finde, auch da ist es vielleicht wieder eine Frage der Kommunikation. In der ursprünglichen Fassung, in der ersten Fassung des Infektionsschutzgesetzes, war ja das nicht so vorgesehen, dass die Länder sich selber aussuchen können, ob sie die Impfung akzeptieren als Alternative zum Test, sondern das war standardmäßig für alle. Dann gab es diesen Gegenwind, dieses angebliche Impfabo. Und dann haben sie es zurückgenommen und aber in gewisser Weise den Ländern zugeschoben, ja, den Shitstorm. Ja, aber das ist natürlich führt dann dazu, dass die Länder den Vorwurf des Impfabos bekommen, den sie dann nicht mehr bekommen, ja. Das ist das Wort des Abends. Ob es das jetzt unbedingt besser macht, wenn der Adressat der Kritik jemand anders ist, weiß ich nicht. Das Problem ist natürlich auch, dass ich finde das auch mit dem Impfabo, und das ist natürlich nicht nur eine Übertreibung, sondern es ist auch natürlich eine Falschdarstellung. Nein, aber Kommunikation ist das, was ankommt. Ja, Menschen haben das so verstanden. Auch jetzt kein Zufall. Ich glaube auch nicht, dass es nur Böswilligkeit ist. Sondern ich glaube, Herr Lauterbach, Sie haben auch schon so viele andere Dinge gesagt, dass man Ihnen ohne weiteres zutrauen würde, dass Sie sagen, alle drei Monate zur Impfung ist doch gut. Er auf jeden Fall nicht. Und um das mal deutlich zu sagen, macht medizinisch keinen Sinn, sondern ist auch gefährlich. Ist gefährlich und das habe ich auch immer von Anfang an gesagt. Okay. Aber man kriegt in Deutschland wirklich jeden brauchbaren Vorschlag kaputt, indem man ihn ins Absurde zieht. Darf ich Sie einmal zum Schluss, Herr Lauterbach, fragen, wie sehr zehrt das an Ihren Nerven, was da gerade passiert? Trifft Sie das persönlich, was da auch gerade
passiert? Das kommt darauf an. Also, schlafen Sie dann schlecht? Ich schlafe schon okay, aber was für mich entscheidend ist, darüber denke ich am meisten nach, funktionieren die Regeln? Sind wir gut vorbereitet? Werden wir also im Herbst nachher also zurückblicken können und sagen, da sind wir einigermaßen gut durchgekommen. Wir haben viele Sterbefälle verhindert, wir haben schwere Krankheit verhindert, wir haben verhindert, dass junge Leute sich unnötig infiziert haben, wo sie vielleicht für ein Leben lang Long-Covid entwickelt hätten, nur wie lange es auch hält. Somit, ich blicke wirklich also in allererster Linie auf das Ergebnis, die Tonnage dessen, was bewegt wird. Und also wenn ich mich kritisieren lasse für also Kommunikation, die Kommunikation wirkt aber in der Art und Weise, wie ich das will. Aber das, was da kommt, Sie persönlich, das trifft Sie gar nicht. Das trifft mich, aber es trifft mich nicht so hart. Also was mich viel, mit viel mehr... Mit wem tauschen Sie sich dann aus? Mit guten Freunden, mit der Familie und so weiter. Also ich habe gute Freunde, mit denen ich so etwas besprochen habe. Aber mich trifft viel härter, wenn eine Regel also beschlossen werden muss, wo ich weiß, das wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Das sind Dinge, die mir viel mehr ausmachen. Ich kann Ihnen versichern, dass also mich das viel mehr bewegt, also wo ich auch jetzt Beispiele hätte, wo ich denke... Ja, welches Beispiel? Na, ist egal, lange Rede, kurzer Sinn. Aber das letzte Infektionsschutzgesetz? Na, das letzte Infektionsschutzgesetz, was wir gemacht haben, war definitiv also kein Glanzstück des Infektionsschutzes, aber das hier ist okay, deutlich besser und ich hoffe, dass das also auch angenommen wird und dass es nicht zerredet wird.